wir haben Tag, Freitag, Montag, Sonntag, Montag, Dienstag, Tag 5 mit Balu. Wir machen hier gerade unseren ersten sogenannten Bindungsspaziergang. Balu hat diese 15 Meter Schleppleine. Biene ist da hinten, wirft gerade Balus Kacke weg. Also ja, Balus Kacke, nicht Benes. Komm! Und dann stopp! Das Gute ist, man kann... Nein! Bei der Schleppleine... Igitt! Komm! Los! Einfach drauf treten, um den Hund zu halten. Hier ist natürlich alles voll im Park mit Scheiße. Komm! Ja, und dann kann man nämlich mal testen, wie gut es funktioniert, ob der Hund einem folgt. Vor allem auch mal schön die Richtung wechseln, den rufen. Hallo! Das funktioniert absurd gut und das ohne Leckerli. Er kommt ganz brav hinterher. Hallo, komm her! Zahnschmerzen, ne? Balu, sitz. Fein. Bleib, Balu. Gut, jetzt komm. Nee, nicht an alleine ziehen. Du hängst da einfach. Nein, 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 nein. Nimm mal den Elf. Balu, nein. 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 Nee, ich möchte wirklich auch gar nicht. Ja, okay. Wir haben jetzt einen Termin und Balu möchte dahin getragen werden. Oder? Balu, warte, warte. Balu, warte. Ich reiß nicht das Bein aus. Und das ist kein Sexspielzeug, sondern ein Welpenspielzeug. Es gibt eine kleine Muckimaus, die wahnsinnige Zahnschmerzen hat im Moment, weil sie zahnt. Vorne sind ihm nämlich schon 2 Milchzähnchen ausgefallen und die 9 kommen nach. Und das wusste ich vorher nicht, aber er hat wahnsinnige Schmerzen und jault und jammert immer und kaut sehr viel. Und ich habe im Internet den Tipp gefunden, dass man Karotten einfrieren soll, weil die dann gleichzeitig ein bisschen kühlen und das so ein bisschen diesen Schmerz und Juckreiz lindert. Und das habe ich gemacht und die hole ich jetzt mal. Gut, er schläft, das ist vielleicht keine gute Idee. Ich hole sie nicht. Ich warte, bis er wach ist. Wow. Jemand ist wach und jemand hat Bock. Der hat ehrlich gesagt immer Bock, wenn wir in die Küche gehen. So, hier sind die Karotten. Oh ja, die sieht schon sehr schön gefroren aus. Komm mal mit. Kommen Sie mit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er das mag, weil diese ist wahnsinnig kalt. Ich kann die gar nicht richtig halten. Komm mal her. Komm mal auf deinen Platz. Oh, das ist kalt, ne? Ist komisch oder ist schön? Wie? Ist irgendwie interessant, oder? Willst du den Leuten mal deine Zähnchen zeigen? So. Wo sind sie? Eigentlich kann man sie wirklich ganz gut zeigen. Okay, er will nicht. Ich will ihn jetzt auch nicht ärgern. Nimm mal lieber deine gekühlte Karotte. Ich sag nochmal, gut, dass wir diesen Teppich haben. Der ist so voller Leberwurst und Sabber und alles. Also, ja, scheint er interessant zu finden. Weißt du, das sieht man jetzt, glaube ich, nicht. Unser Kind liegt hier auf unserem Schoß. Sag mal, hier ist ein Knickischwanz. Wo bist du denn? Oh, das Kind rollt runter. Also, wir sind hier gerade ein bisschen Krankenlager. Ich sehe gerade ein bisschen aus, hätte ich einen Fukuhila hinten, oder? Wie so Sven Pascal. Dafür sehe ich fantastisch aus. Mhm. Heute ist eigentlich quasi Jubiläum und ich hätte mir ein etwas schöneres Jubiläumsfest, einen etwas schöneren Jubiläumstag ausgewünscht. Heute ist Balu genau eine Woche bei uns und heute Mittag hat sich Folgendes zugetragen. Ich war gerade noch mit Balu auf einer Gassi-Runde und habe fantastische Fotos im Porträtmodus von ihm gemacht.
Dann sind wir zurück nach Hause gegangen und direkt vor unserer Tür habe ich Nachbarn getroffen, beziehungsweise die kamen ganz aufgeregt auf mich zu. Bene war arbeiten, wie es sich für einen seriösen Bürger gehört, hatte ein Meeting in einem Café mit einem Kollegen. Und diese Nachbarn sind vor unserer Tür auf mich zugestürmt und haben gesagt, oh, ist das euer neuer Hund? Und hatten ihr Kind dabei. Und ich meinte, oh mein Gott, und ist das euer Kind? Nee, aber dann haben sie Baloo gestreichelt und waren ganz begeistert. Und auf einmal sagt der Mann, ich glaube, dein Hund hat gerade was gefressen. Und er macht das relativ oft, also nicht der Mann, der das sagt, sondern dass Baloo irgendwas vom Boden nimmt. Aber meistens sind es irgendwie so kleine Blätter oder irgendwas von den Bäumen, was jetzt nicht so schlimm ist. Es ist nervig, weil man immer gucken muss, was er da hat, aber meistens ist es nicht so schlimm. Was grinst du denn die ganze Zeit so? Just enjoying myself. Okay, wow. Und dann meinte er, ich glaube, es war eine Scherbe. Und ich habe das irgendwie so gar nicht richtig gecheckt, weil wir standen halt auf dem Bürgersteig. Und dann meinte ich, bist du sicher? Und dann meinte er, ja, ich glaube schon. Also es war schwarz und hat geglänzt. Entweder war es ein Stein oder eine Scherbe. Und dann war seine Frau auf einmal ganz panisch und meinte, wieso hast du denn nichts gesagt? Und dann meinte der Mann, naja, ich wollte euch nicht im Gespräch unterbrechen und er hatte was im Maul und hat es wieder rausfallen lassen. Dann dachte ich, okay, ist alles gut. Und auf einmal hat er sich aber wieder genommen und jetzt ist es weg. Und die Situation war so absurd, auch weil er das so ruhig gesagt hatte und weil ich es nicht gesehen habe, dass ich es gar nicht richtig realisiert habe. Und ich habe dann mehr so aus Vernunft gesagt, okay, dann gehe ich mal rein und ruf mal einen Tierarzt an oder kümmere mich. Und wir waren witzigerweise noch heute Morgen beim Tierarzt, um ihn impfen zu lassen. Und bei dem Tierarzt habe ich einfach angerufen, aber die hatten schon zu. Freitag nach 1 macht jeder seins. Dann habe ich noch einen anderen Tierarzt hier in der Nähe angerufen, gefragt, ob wir notfallmäßig vorbeikommen könnten. Und die meinten, sie haben kein Röntgengerät und auch keine OP-Möglichkeiten, sodass, falls das notwendig sein sollte, könnten sie ihn nicht operieren. Dann klang das Ganze also plötzlich schon mal so ein bisschen ernster. Dann habe ich bei diesem Tierarzt angerufen, der mir empfohlen wurde, der ein Röntgengerät und eine OP-Möglichkeit hat. Und die haben gesagt, wir können vorbeikommen, aber wir sollen bitte schnellstmöglich vorbeikommen. Und da habe ich dann langsam Panik bekommen, weil die Option bestand ja immer noch, dass es ein Stein ist. Aber alleine dieser Satz, es könnte auch eine Scherbe gewesen sein von unserem Nachbarn, hat mir so ein bisschen Angst gemacht. Und dann habe ich dich angerufen und du warst gerade bei diesem Meeting und meintest, okay, dann kommst du jetzt nach Hause. Warst Gott sei Dank nicht weit weg, bist relativ schnell nach Hause gekommen. Dann sind wir losgefahren und Baloo hat sich eigentlich ganz normal benommen. Also war nicht auffällig, schien keine Schmerzen gehabt zu haben. Der war eh so ein bisschen stimmt, durch die Impfung. Angedatscht von der Impfung. War eh sehr müde und hat viel geschlafen heute. Und auf dem Weg zum Tierarzt, also im Auto, hat er wieder irgendwie so gekaut. Und dann habe ich ihm das Maul aufgemacht und habe so ein kleines Stückchen Stein rausgeholt. Und dann dachte ich, das könnte ja vielleicht ein Stück von diesem schwarzen Gegenstand gewesen sein, den unser Nachbar gesehen hat. Dann war es vielleicht wirklich nur ein Stein. Das war zumindest mein Gedanke und meine Hoffnung. Und dann sind wir beim Tierarzt angekommen, mussten, wie ich finde, erstaunlich lange warten dafür, dass es ein Notfall war. Also wir saßen erstmal noch eine Weile im Wartezimmer und vor uns waren noch so 2, 3 Patienten, was natürlich auch okay ist. Aber ich habe so gedacht, irgendwie jede Sekunde zählt, wenn es jetzt wirklich eine Scherbe ist. Aber gut. Und dann waren wir bei dem Arzt. Es war ein junger Arzt, der war total nett und der hat uns dann so ein bisschen die Risiken und Nebenwirkungen gesagt. Nee, aber er meinte, das Problem ist jetzt, wenn es eine Scherbe ist und er lässt sie einfach durchrutschen, also die könnte den Darm aufschlitzen und es gibt, glaube ich, so einen Übergang zwischen Dünn- und Dickdarm und da bleiben Sachen hängen quasi, die nicht durchgehen. Und wenn da eine scharfe Scherbe ist, könnte die das auch aufschlitzen. Und wenn er ihn jetzt aber erbrechen lässt, was man bei Hunden sehr häufig macht, wenn die Gegenstände geschluckt haben, dann könnte es sein, dass es die Speise verletzt. Und eine Möglichkeit ist immer, Hunden Sauerkraut zum Fressen zu geben. Das haben wir dann auch vorhin sofort gekauft, damit wir das ab jetzt immer da haben. Sauerkraut legt sich im Magen um die spitzen Gegenstände und wickelt die so ein bisschen ein, sodass man die ungefährlicher nach oben oder unten raus befördern kann. Beziehungsweise er meinte, für das Sauerkraut ist es eventuell schon zu spät, weil er die Scherbe jetzt nicht so weit nach unten sinken lassen will. Und wenn die unten rauskommt, dann müsste er eigentlich operieren. Und deswegen hat er, glaube ich, sich dann für diese Kotzspritze entschieden. Ja, doch, dann ist auf jeden Fall ein gewisses Risiko da. Ja. Aber sie haben alles da, um zur Not einzugreifen. Ja, dann hat er ihm das gespritzt in den Oberschenkel, in den Muskel rein. Das fand er so halblustig. Er musste ihn festhalten. Aber er hat es tapfer über sich ergehen lassen. Und dann hat es auch nicht lange gedauert. Wir sollten vor die Praxis. Bis vor die Praxis und dann hat er auch schon angefangen mit Würgen. Also wir sollten vor die Praxis auf die Straße oder auf den Bürgersteig quasi und haben so eine Schale noch mitbekommen, so eine Plastikschale mit einer Rolle Zewa. Gibt natürlich noch viele andere Küchenrollen, wie zum Beispiel
Zebra. Den Charminbär. Und da ich ja, wie aufmerksame ZuschauerInnen aller meiner Kanäle wissen, ich habe eine ausgewachsene Kotzphobie und ich habe mir so gedacht, okay, wir haben jetzt einen Hund, ich muss das jetzt ertragen, ich muss das lernen, ich muss mir das anhören, ich bleibe jetzt da. Und wir hatten ja auch bei der Abholung von Baloo einige geschrieben, das ist nicht so schlimm, wenn Hunde kotzen, das ist nicht so schlimm wie bei Menschen. Die machen nicht so eklige Geräusche und das riecht auch nicht und es sieht auch gar nicht so schlimm aus. Das, selbst ich mit Kotzphobie schaffe das, also haben mir Leute geschrieben. Und dann ging's los. Ein Exorzismus hat diesen Hund befallen, so wellenartig hat sein Körper sich so zusammengekrampft. Ja, wirklich, der ganze Körper hat so richtig daran gearbeitet, das ist also richtig so gemacht. Die Geräusche, Alter, das war wie, ja, aus Herr der Ringe, so Orks oder so. Es war einfach nur ekelhaft. Ich musste mir die Ohren zuhalten und Richtung Auto gehen. Kriege jetzt schon wieder Tränen in den Augen, wenn ich drüber nachdenke. Und habe mir das von Weitem angehört. Das war auch nicht zu überhören. Du warst ganz tapfer, oder was heißt tapfer? Dich stört das überhaupt nicht. Juckt's einfach nicht. Du meintest mal zu mir, ich könnte dir auch in die Hand kotzen, ne? Ist mir auch egal. Das finde ich so absurd. Ja, du hast ihm das Köpfchen gehalten und die Öhrchen zurückgehalten, damit die nicht in die Kotze hängen. Kotze weg, das ist noch vom Papa. Oh ja, da sind deine Machenschaften. Deine Überbleibsel. Und dann hat Bene auch schon gerufen und meinte, hol mal schnell den Arzt, der Gegenstand ist da mit draußen. Und dann bin ich reingerannt und habe den Arzt geholt, der kam auch sofort mit raus, hat ohne Umschweife, ohne mit der Wimper zu zucken, in die Kotze reingegriffen. Nee, das habe ich vorher schon gemacht. Ich habe hab die Scherbe schon aus der Kotze rausgeholt und daneben gelegt. Dann hat er die genommen und hat das festgestellt, was Bene gerade schon gesagt hat. Es war tatsächlich eine Scherbe. Und das hat mich so geschockt, weil ich muss zugeben, ich kann das gar nicht erklären. Das war wie so ein Film, der abgelaufen ist. Ich habe die ganze Zeit gesagt, es könnte eine Scherbe sein, aber das ging nicht in meinen Kopf rein. Ich weiß nicht, bei dir war. Ich habe so gedacht, ich wollte es einfach ja. Tatsächlich nicht. Und da sie aber dann rauskam und eindeutig, es war sehr gut zu sehen, es war halt alles so reich, halt so Kotze halt und halt eine große braune Glasscherbe. Ich habe das gute Stück. Wir haben es ganz... ja, bin ich. Wir haben es ganz stilecht in so einem OP-Handschuh mitbekommen. Kannst du das mal da kurz rausfummeln? Und dann hat Bene das in die Hand genommen und der Arzt auch. Und der meinte, das ist eine Scherbe. Und dann habe ich angefangen zu heulen, weil mir dann auf einmal klar wusste, dass dieser Hund einfach mal eine gottverdammte Scherbe gefressen hat. Und die gerade ausgekotzt hat. Das ist so absurd. Das muss man, glaube ich, so beautymäßig. Guck mal, du musstest... Ja. Und jetzt kannst du sie ein bisschen drehen. Siehst du, ich habe ja von YouTube einiges gelernt. Ja, auch mal so einmal um 180 Grad. Nicht mit der Hand davor. Also sie ist auf jeden Fall wirklich verdammt scharf, spitz, groß. Ich finde es einfach nur absurd, dass er das runtergeschluckt hat. Also nicht immer im Sinne von, dass ihm das geschmeckt hat. Okay, du kannst jetzt runternehmen. Nee, das ist andere. Nicht im Sinne von, das schmeckt doch nicht, sondern ich muss es so hart sagen, dass er das überlebt hat. Genau, und dann habe ich angefangen zu heulen und habe gefragt, aber ist alles mit ihm gut? Also wird das alles wieder gut? Und dann meinte er, ja, es ist schon mal gut, dass kein Blut mit rauskam, also dass in dem Erbrochenen kein Blut war. Wir müssen aber auf jeden Fall noch da bleiben, damit er das weiter beobachten kann. Ich sag mal so, dieser Übergebe-Exorzismus, der endete jetzt nicht nach der Scherbe, sondern der ging exakt 35 Minuten. Der arme Kerl, also der Hund jetzt, tat mir so leid, weil alle paar Minuten, dann war er zwar ganz fröhlich zwischendurch, so fröhlich, dass dieser kleine Hurensohn schon wieder Kronkorken versucht hat zu fressen und dann so fröhlich so an der Leine rum und versucht hat, hier und da sich wieder was zu schnappen und dann ging es plötzlich wieder los. Dann auf einmal wieder. Das war irgendwie nicht schön. Der Arzt kam alle paar Minuten raus und hat nach uns geguckt, also nicht nach uns, sondern mehr nach dem Hund. Und als es dann geschafft war und wir gemerkt haben, okay, da kommt jetzt nichts mehr hoch, sind wir reingegangen, hat er ihn nochmal untersucht und dann meinte er, okay, ja, jetzt wo es quasi geschafft ist, kann er es ja sagen. Er war auch ein bisschen nervös, weil es auch für ihn nicht so ganz sicher war, dass es gut ausgeht quasi. Also er meinte, wir haben echt, also der Hund und wir, also alle haben in dieser, alle Beteiligten alle haben in dieser Angelegenheit sehr, sehr großes Glück gehabt. Also ich werde diesen Tag nie vergessen, an dem Baloo eine Woche bei uns war und fast gestorben wäre. Es war auf jeden Fall ein emotional unfassbar anstrengender Tag. Seitdem liegen wir auch hier so rum und versuchen ganz viel zu bekuscheln und zu trösten und bei ihm zu sein. Man merkt auch richtig, dass er so total ausgelaugt davon ist. Ist mir auch ein bisschen peinlich, dass er vor den Leuten gekotzt hatte. Oh Gott, was für ein Tag. Happy first week with the family Baloo. Tschüss, gute Nacht. Wir müssen jetzt echt schlafen. Und die Scherben müssen wir ganz weit nach oben und irgendwo hinlegen. Schlaft gut, ihr Süßen. Tschüss. Verschluckt keine Scherben. Wow, hab ich gerade in die Kamera geküsst? Du bist eklig. Oh oh. Ist jetzt eigentlich schon zu weit, ja genau. Versucht es mit dem Runtergehen.
muss mal sagen, ich finde es unglaublich. Ich bereite ihm gerade sein Futter zu. Und wir haben heute angefangen damit zu üben, dass er, wenn ich sein Futter zubereite, er nicht in die Küche kommt, sondern dass er auf dem Teppich wartet. Und heute Mittag hat es 8 Anläufe gebraucht. Und jetzt macht er es einfach beim ersten Mal. Also normalerweise kommt er sofort, wenn das Trockenfutter in der Schüssel klappert, dann steht er schon hier. Und jetzt sitzt er ganz brav da und wartet, so wie ich es ihm gesagt habe. Er legt sich sogar hin. Krass, ey, der lernt so schnell. Ich will nicht sagen, dass mein Kind hochbegabt ist, aber ich denke, mein Kind ist hochbegabt. So, das weicht jetzt noch ein bisschen ein. Wir stellen nämlich gerade um und er wartet einfach immer noch. Ich kann es nicht glauben. Ihr hättet mal sehen müssen, wie das bis heute Mittag aussah. Der saß hier und ist hier nicht weggegangen. Aber es war auch ein Stück Arbeit. Balu, komm hier. Ja, los, komm hier. Komm. Okay, das hat schon mal geklappt. Wunderbar. Jetzt kommt Schritt 2. Ist das Ding. Den Sitz macht er schon mal. Und los. Und los. Ja, los. Super. Der Boden sieht schon aus wie November. Hallo! Die lag jetzt 24 Stunden da drin, also die ist wirklich kalt, aber er scheint es richtig toll zu finden. Das Eis für arme Hunde. Eis ist ja auch wahnsinnig teuer geworden in Großstädten, ne? Fein, Balu. Dreh mal ab nach links, scharf links. Das ist rechts. Ja, sehr gut. Ah, hallo. Oh. Es ist zwar Sonntag und gar nicht mehr so früh, aber ich finde, sonntags ist alles guten Morgen vor 17 Uhr. Mama, Papa, also Mama, Papa und das Kind. Wo ist das Kind? Schläft. Kind? Das ist das Kind. Wir machen uns gerade auf den Weg zur Hundeschule. Jetzt geht's nämlich los, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Wir haben gar keine Schultüte für ihn. Na gut. Aber spätestens, also nein, das war eigentlich schon vor Scherbengate geplant. Aber spätestens seitdem wird klar, der Hund braucht Erziehung. Ich bin richtig gespannt, aber ich glaube, dadurch, dass er in der Welpenstunde ist, es passiert noch gar nicht so viel, oder? Ich glaube, die spielen hauptsächlich erstmal nur. Ich habe tatsächlich keine Vorstellung. Hast du den Klappstuhl wirklich mitgebracht? Ist das wirklich Welpendings? Also ja. Der kommt jetzt nicht nach Hause und läuft barfuß heute. Mittel. Wie ihr seht, haben wir auch schon so richtige Draußi-Outfits an. Das ist mein ganz normales Outfit. Meins nicht. Ich werde mir demnächst auch noch so eine Trillerpfeife besorgen, die hänge ich mir um den Hals. Und so einen Leckerli-Beutel brauche ich auch noch dringend, der an so einem Gürtel hängt. Naja, bis gleich, ne? Wir haben es geschafft, Balu hat es geschafft. Nee, wir haben es alle geschafft. Es war wirklich wie ein erster Schultag. Es war ein bisschen anstrengend. Eine Sache, die wir heute gelernt haben, ist, wir brauchen, Zitat, interessantere Leckerlis. Weil, wenn wir bei Fuß oder so geübt haben, er fand es zwar erst interessant, aber dann fand er die anderen Hunde und den Trainingsraum viel interessanter. Ist übrigens auch toll für den anstehenden Winter, dass es einen Trainingsraum da gibt. Wie gut ist das denn? Brauche ich meine Weste gar nicht mehr. Da haben wir übrigens für vorhin eine Instagram-Story gemacht haben. Die Leute haben gesagt, ihr habt so richtige Hundeschulen-Outfits und Ben ist komplett ausgerastet. Das sind ganz normale Klamotten.
Ich liebe es. Jedenfalls, genau, wir brauchen interessantere Leckerlis, weil er oft nicht so richtig auf uns geachtet hat und auf die Leckerlis, sondern eher auf alles andere. Also irgendwas vielleicht, was doll riecht nach Verwesung oder ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Aber ansonsten hat es echt Spaß gemacht. Das ist so lustig zu sehen. Da waren vor allem kleinere Hunde, dass er so Angst hat vor kleineren Hunden. Große findet er mega, aber so kleine Hunde kann er irgendwie nicht so richtig was mit anfangen. Und was ich auch interessant finde, ich glaube, das ist bei uns so wie bei Eltern, die Kinder in der Schule oder in der Kita haben. Es gibt Kinder von anderen Eltern und es gibt andere Eltern, wo man sagt, also man sagt es vielleicht nicht, aber man denkt sich, ich finde euch sowas von ätzend. Und ich finde, bei anderen Hunden ist es auch so. Und Hundeeltern, dass man so denkt, also, dieser Hund ist einfach... Dass man hofft, dass die sie nicht anfreunden, damit man sich nicht mit denen treffen muss, oder? Ja, nicht nur, nee, dass man die hasst. Also, dass man denkt, was bist du denn für ein scheiß Vieh? Aber nee, ja, natürlich alle ganz lieb, ganz, ganz toll. Echt interessant. Und jetzt jedes Wochenende. Das wird toll. Wir spielen gerade ein ganz tolles Spiel im Regen, das heißt von Mutter zu Vater und Balu muss zwischen Ben und mir herrennen. Okay! Schnell! Fein! Und sitz! Sitz! Sehr gut! Balu, komm her! Toll! Und sitz! Super!